Hallo und herzlich willkommen wieder zu LS Forest mit Chris, mit dem Max und mit dem Flo. Hallo. Nee. Hallo. Nicht Forest. Forst. Was ist das unten? Taifun? Verbleibende Seite 20,008 Meter? Hä? Was ist das? Flo? Ja. Das ist das Metalldings, also das ist Autoload, ne? Da wo man, oder? Ja. Bringen wir mal die Sachen. Kann ich gar nicht abstellen gerade. Das sieht so komisch aus. Oder? Ne, jetzt ist er hinten. Ich mach mal eine Katze. Ah, jetzt. Jetzt, okay. Ha, oh, genau, heute hier, ne? Was? Heute was? Heute wird Geld verdient. Wir sind schon auf dem Weg. Nö, du geht alles in meine Kasse. Geht alles in meine Kasse. Ich warte extra davor, damit wir relativ zeitnah verkaufen, Alter. Naja. Bin auf Weg. Oh, hier hinten ist das voll ruhig. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt, Alter. Ja, Geld. Geht alles in meine Tasche. So, fahr mal rechts. Unser Traktor ist ein bisschen dreckig. Nee, ich will hier links. Einmal rechts. Weil hier oben die Abladestelle wäre schon geil. Mit dem Weg da oben, also, ne? Flo? Ja. Ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Wow. Was war das jetzt? Oh, oh. Okay. Hallo, Buddy. Hey. Hallo. Mal gucken, ob sie direkt verkauft oder ob ich bei dem einladen muss. Dann muss ich entladen, okay. Pass ab! Hallo! Ups. Sorry! Die Rechnung sagt Chris. Das war okay. Du schießt nicht genau im Trigger drin, ne? Ja, ich weiß. Hi. Hä? Keiner. Hä? Hä, was denn? Hast du gerade gesehen, wie der das gecheatet hat, Alter? Ja. Hat die Paletten runtergeschmissen und hochgeschmissen? Junge, da rollt er. Da rollt. Oh, oh. Was hast du da? Oh. Ja, schau mal, du hängst so auf 7:30 da so. Du hast ja Schlossseite. Da rollt nicht nur der Rubel, da rollt auch gleich der Stefan, Alter. 200k jetzt. Jetzt gibt's einen neuen Träger. Nö, Buddy. Komm, Auto. Buddy? Ja? Der stellt sich schon wegen komisch an, oder? Naja. Ja. Willst auch arbeiten. Jo. Ich hasse das mit Dolly. Kann man mich an gestern erinnern. Es ist doch gar nicht so schwer mit dem Dolly. Es ist ja eigentlich. Fahr mal zurück, Stefan. Ich kauf mir einen LKW. Weil ihr kriegt keinen neuen Traktor, es kommt ein LKW. Ja, aber wir brauchen halt dringend, Wir brauchen halt einen neuen Trecker, wir brauchen einen größeren Wassertank. Nein. Ja, wobei, hast du schon mal geschaut? Ich hab gestern, das sind schon noch Daumen wieder drinnen hier. Buddy, das schaut nicht so gesund aus. Ja, da muss er. Doch, du auch. Das schaut ganz genau gesund Flo, aus. Warte auf mich! Ja, Chris, schneller. Oh! Okay! Wo fährst du dich? Bin drin, Flo. Kannst weiterfahren. Warte, ich stell dir bei Stefan ein. Warte. Ach, scheiße. Ne, es geht glaube ich nicht bei denen. Bei dem Träger geht es leider nicht von ihm. Nicht? Also, ich hatte keinen Zutritt zu diesem, ich wollte schnell einen Baum fällen und vor euch hinlegen. Oh, Buddy! Warum bist du so schnell? Ja, weil ich fahren kann. Wie schnell fährst du, Flo? Stehst du? Ja, weil Buddy läuft 50 km/h, als ob. Ja. Weil ich. Ist ja nix. Ein Leistungssportler oder was? Weil ich. So. Nur ja, direkt wieder aufladen hier. Was haben wir denn hier Schönes? Also Wasser dann kannst du schon mal kaufen, aber verkauf den alten. Ich will nichts kaufen. Okay. Weil er nicht will. Der hat schon. Dann kriegt er keinen, ne? Das ist okay. Hier kann man doch keine Palette rausholen. Wir haben da gerade alles rausgeholt, wie was ging, Alter.
Hier, Toilettenpapier kann man noch rausholen hier. Das gute alte Toilettenpapier. So. Mal kurz die Zeit ein bisschen. Also wir brauchen Holz wieder und Hackschnitzel, ne? Du bist schon wieder voll. Der ist immer voll. Achso, ihr habt gar schneller gemacht. Achso, ist gesoffen. Ja. Der Black ist offen, schneller noch gemacht hier und. Der Black ist alles, ist dumm. Warte, komm, wir kaufen eine Beast. Können wir das schon? Nee, das haben wir noch nicht. Ja, aber warum eine Beast? Wir brauchen erstmal hier was zum Holz. Ja, brauchen wir nicht. Warte mal, wir können den alten Wassertank. Warte mal, Stefan? Ja. Jemand kann sich in den anderen Träger setzen und den Wassertank verkaufen. Nee, warte, hier haben wir gar keinen. Ja, nee, passt schon. Ich muss den hier verkaufen. Ah, die meinst du den Skorpion oder was? Ja, halt zumindest halt irgendwas, wo wir Holz machen können. Border verkaufen. Weil ich weiß. Skorpion kostet da 400.000. Ja, wir müssen ja auch den jetzt noch nicht kaufen. Eigentlich reicht ja jetzt auch der Autolot-Auflieger, ne? Kann der auch Holz auflegen? Nee, dafür kann man einen Holzauflieger kaufen. Das aber so? Wir können auch den kleineren kaufen, Buddy. Nee, der kleinere ist scheiße. 275.000. Der ist scheiße. Der kippt immer um. Haben wir uns eigentlich schon Geld bei der Bank geliehen? Nee. Buddy, jetzt nicht hierher kommen und alles durcheinander schmeißen. Wir haben hier einen Plan. Ja, ich leihe Geld bei der Bank. So ein Kredit. Ja, nein, ja. Buddy, wir können den Buffalo so kaufen. Idee. Nur gerade zwei Träger kaufen, Buffalo vielleicht. Ja, Buffalo kostet 440.000. Egal, halt kurz ein bisschen teuer. Wow. Okay. Dann können wir mal einen Hackschnitzel herstellen, das brauchen wir wieder. Er braucht dann schon einen zweiten Traktor, ich kaufe den Buffalo. Ich kaufe ja jetzt hier. Oh lol. Falsche Dolly verkauft, ups. Hier schön mit Ketten, ne, Buddy? Ja. Nein. Warte mal, muss mal kurz schauen. Was kostet das Biest überhaupt? 180.000. Okay, Geld. Nee. Geld kostet. Möchten Sie 548.000 ausgeben? Ja, möchte ich. So. Ja, wenn wir jetzt noch den Jens verkaufen, können wir noch vielleicht. Ja, ist ein Skorpion drin. Die ganze Zeit Tab gedrückt, Alter. Ja, ich auch gerade mitgekommen, aber nein, war die Waffe drin. Arsch, ey. Buffalo Soldier. Jetzt ist Chris glücklich, er kann endlich wieder. Ja. Wir brauchen Geld, wir brauchen noch The Beast. Ja. Die Bank will uns keinen Kredit mehr geben. Warum macht er keine Kartonagen mehr? Wer hat die Produktion gestoppt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich hab Geld ausgegeben. Ja, das kannst du am besten. Ja, das krieg ich gut. Beim Sägewerk fehlt Brennstoff. Tu da was rein, Mensch. Meine Güte. Was braucht der im Brennstoff? Holz. Also es Hackschnitzel. Ah, Sägewerk. Ja, ja, deswegen wollten wir ein Ding holen eigentlich. Deswegen wollen wir eigentlich einen Radlader oder sowas in die Richtung erstmal holen. Oh, ja, zu spät, ne? Wie was? Dass wir die Hackschnitzel rüberlagern können. Und so einfach ausladen. Mit dem Biest. Einfach in den. In den Hänger kippen und dann rüberfahren, geht auch. Ja. Ja, richtig. Wozu brauchst du einen Radlader? Ach, Buddy, du hast Probleme, ne? Das ist echt so. So, kann ich jetzt wieder Kanonare mit kriegen? Wie kriegen wir denn, wie können wir denn die Baumstämme jetzt transportieren? Brauchen wir auch noch was? Ja, wenn wir brauchen doch einen Traktor, oder? Ja, ja, und einen Hänger für Holz. Direkt mit dem Biest hier, nicht mit dem Biest hier, mit dem Skorpion direkt in die Hackschnitzelmaschine reinballern. Ja, ihr holt The Beast drüber, nicht The Beast drüber, halt den Hack, das Hackschnitzel-Ding drüber, und einen Hänger, und dann können wir dann vor Ort Hackschnitzel machen, das geht auch. Ah ja. Wir reden nicht, wenn es irgendwann wieder heller wird, ich sehe nichts. Ja, die Zeit läuft ja schon. Aber ihr wollt so einen Hänger haben, oder was? Buffalo Soldier. Ja, einen Hänger haben wir. Einen Hänger haben wir. Passen 21.000 rein. Einen größeren können wir gerade nicht. Nee, ich meine hier so ein
Dingenshänger. Wo hänge ich denn hier, Alter? Die Baumstämme. Hä, hier ist keiner. Bei mir zumindest nicht. Was? Hä? Kommt denn der Berg hier nicht hoch, oder was? Also hast du die Frage, wo, oder willst du direkt da Hackschnitzel rausmachen? So, Leute, ich bin dadurch, ja, ich würde direkt hier vor Ort Hackschnitzel machen. Ich bin auf die Baumaufnahme bin ich raufgefahren. Warte. Na ja. So. Schauen, zieh das Ding. Wunder. Ich zieh Bäume. Ja. Ja, mit der Seilwinde. Ja, ordentlich, Buddy. Leuchte extra nochmal den Baum an. Ein Stück näher da. So, haben wir das Hackschnitzelgerät schon da? Das könnte ich rüber. Ja. Könnte ich kurz rüberfahren. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn du es mal herholst. Ja, das kannst du holen. Du und den Hänger Träger daneben? Mann, ich kann bei dir nicht einsteigen. Mach dich mal nicht so breit in das Gerät da. Wir brauchen einen zweiten. Ja, erstmal andere Sachen, ne? Einen nach dem anderen hier. Ja, die Bank gibt es ja kein Geld mehr. Eine blöde Bank. Aber wenn ich jetzt einfach 3-4. Alter. Jetzt einfach 3-4 Meter lang mache und das alles in den Hänger reinschmeiße, können wir da rein theoretisch das Zeug auch im Sägewerk abgeben, oder? Wir brauchen auf jeden Fall Hackschnitzel. Warte. Ja, wir sind schon dabei. Reicht zu lassen, stell einfach hin. Warte, noch ein bisschen kann ich einen zweiten kaufen. Okay. Nee, also man kann jetzt den jetzt verkaufen und den Beast kaufen, schon mal. Da ist es ein bisschen einfacher mit dem Einladen und so. Ist hier Hackschnitzel drin in den Hänger? Ja, oder? Ja, ja. Warte, noch nicht einladen, ja, ich verkauf den Jens und kauf den Beast. Oder nicht? Ja. Ja. Stefan? Ja. Und danach ist als nächstes ein neuer Trecker dran. Kannst du schon mal die. Trecker braucht kein Mensch. Achso, na gut. Nee, wir brauchen erstmal überall Hackschnitzel, weil das. Die Papierfabrik braucht Hackschnitzel ohne Ende. Kann ich mal den Beast abholen? Stefan, ist das Ding leer? Das weiß ich, ja. Der Hänger ist nicht leer. Was ist da drinne? Der Hackschnitzel, sagst du. Kipp die mal da rein, wo du gerade standest. Ja, aber. Und dann kommen wir kurz mit dem Hänger her. Weil ich schmeiß jetzt eine Baumstämme rein und du fährst die Baumstämme, Ja, ich bring's direkt mit, ja. Ins Ding rüber. Ins Sägewerk. So. Genau, dann kommst du her. Baumstämme sind aber noch sehr viele im Sägewerk, ne? Oh! Ja, so viel ist auf jeden Fall nicht mehr drin. Bin noch. Komm einfach unten drunter, geradeaus unten drunter. Das funktioniert ja nicht. Baumstämme sind noch 150.000 Liter drin, ne? Ich hab jetzt nur den Arm da runter, Stefan. Was? Achso. Ihr hättet die Hackschnitzel, wo im Hänger drin waren, ins Sägewerk machen können, dass es arbeiten kann, ein bisschen. Ein Stück nach links. Jo, stopp. Jo, so, na, Wie viel Meter? 3 oder weniger? Ein Meter. Ah, 2 Meter. Versuchen wir 2. Meter mal Meter. 2 könnte schon zu viel sein. Nee, passt. Wie ist das auf dem Weg? Achso, gut so. Jo. Ideal. Genau so habe ich mir das vorgestellt, das Ganze. Ja. Da kommt der Beast. Felix, Leute. Moin. Hi. Wo sind jetzt?
Ja, hier. Alter, was ist. Alter, der Biest hat sich aber ganz schön geändert, Alter. Komm mal her. Nochmal hier drüben. Hast du die Stämme. Nee, komm nochmal her, wegen Stämme reinladen. Warum? Schmeiß doch jetzt hier drauf und fertig. Denn wir brauchen da drüben auch noch Holz drinne. Holz ist halt 150.000 Liter drinne. Wieder braucht nicht so viel Holz. Außerdem kann ich das Holz rüberziehen. Mit der Leine. Als ob ich da jetzt nicht raus. Oh, kurz vorwärts. Ist das nicht besser, wenn die Biest zuklappt? Weiß nicht. Ja, aber ich wollte den Hänger stehen lassen. Und dann, bring das mal kurz weg. Den Dolly wieder rausholen. Aber irgendwie. Hängt der irgendwo. Muss ich jetzt einfach um reinbrettern oder was? Ja, am besten wäre es von der anderen Seite, so dass es halt längs reinkommt. Glaube ich ein bisschen. Ja, du stehst halt ein bisschen komisch. Kann ich einfach nicht so zuklappen? Ist nicht besser, wenn Ja, so kann ich links weg. Danke. Versuch's aber. Macht aber am besten kurze Stücke. Ja, ja. Ist ja nicht zu weit. Oh ne, der macht das, der zieht da seine Beine aus. So. Lass mal kurz einen Meter. Ne, du musst ein Stück weiter links. So, oder? Ja. Jetzt ein Meter, oder? Ja, mach mal. Warte, ich hab grad auf 3. Ja, wieso kann ich nicht sägen, hä? Oder? Hey, warum kann ich gerade nicht sägen? Schnittlänge, Sperre, Differential. Ich muss Beast erst ausklappen, um das anzuschalten. Ach, der arbeitet gar nicht. Ich muss den ausklappen. Ja, zum Arbeiten muss er ausgeklappt sein. Ja, und warum kann ich nicht sägen? Das kannst nur du beantworten, warum du das nicht kannst. Hey, warum kann ich nicht sägen? Backt der Baum rum? Ja, wahrscheinlich. Ich kann nicht sägen. Ich glaube, ich fahre ein Stückchen rüber. Also ich kann nicht sägen, ne? Ich häng in der Beast fest. Ich weiß nicht warum. Machst du irgendwas falsch? Ich denke mir mal, der Baum backt rum. Wo backt der rum? Ja. Ich kann die Schnittlänge kann ich einstellen, ich kann aber nicht. Sägen. Ah, jetzt, ich will einmal ausklingen, einmal einklingen, jetzt kann ich wieder sägen. Okay. Also da muss ich einschieben, oder was? Ja. Also ich glaube ich länger machen. Ja. Okay, 3 ist gefährlich. Aber geht. Ja, gut, aber ich würde mal sagen, das war's wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nee. Bis dann und ciao.